Niklas wütete. Das Sturmtief Niklas sorgte hauptsächlich am Dienstag für hohe Sachschäden und leider auch Todesopfer. Zum Glück trat letzteres nicht in Dessau Roßlau auf. Dennoch wurden auch hier Bäume entwurzelt, wie zum Beispiel in der Elballee und auf den Bundesstraßen 184 und 187. Oder Dächer abgedeckt, wie beim Finanzamt. In Mosigkau stürzte eine Giebelwand eines älteren Hauses ein. Bis 22 Uhr hatten die Feuerwehren der Stadt 37 Einsätze zu fahren. Dann blieb auch Zeit, bei der Berufsfeuerwehr selbst auf dem Dach gelockerte Abdeckbleche zu sichern.